Begegnung, die hier vor uns liegt. Die Spieler sind in der Arena. Los kann's also gehen. Judge Trump gegen Hossein Wafai Ayuri. Margot Charter Kanieska ist die Schiedsrichterin für dieses Achtelfinale. Achtelfinale, das ist auch das letzte Mal bei diesen Welsh Open, das über diese Kurzdistanz, die sich hier ja auch wieder als sehr gefährlich erwiesen hat, über diese Kurzdistanz vom Best of Seven gespielt wird. Es geht also wieder nur bis vier. Ab morgen, ab dem Viertelfinale, haben wir dann längere Distanzen. Im Viertelfinale Best of Nine, dann geht es also bis fünf. Halbfinale Best of 11 und das Finale dann sogar Best of 17. Dann natürlich auch wieder aufgeteilt auf zwei Sessions. Er hat eigentlich nichts zu verlieren, der Iraner. ...22 Jahre jung, ist zum Snooker gekommen, weil bei ihm daheim gegenüber, da gab es halt einen Snookerclub. Das ist gefährlich. Verschießen, ja, aber jetzt hat er da den Einsteiger liegen lassen. Für Trump als Linkshänder auch die richtige Seite. Seven. Das ist natürlich das ideale Szenario für jeden Spieler. Eine schnelle Chance bekommen. Das hilft dann halt auch, schnell ins Match zu finden. Nicht mehr über das Drumherum nachzudenken, sondern sich wirklich auf die Aufgabe zu konzentrieren, den Ball, der vor einem liegt. Und natürlich auch die Sicherheit gewinnend. Der Spielball noch knapp oberhalb von Blau. Five.
Da ist offensichtlich der Weg nicht frei, aber er hat so gespielt, dass er eben auch die Alternative hat. Ein Flug gibt's auch nicht mehr. Judge from 31. Also das gleiche Bild wie ja auch gestern, als er sich gegen Alex Borg schwer getan hat. Wie auch heute Nachmittag gegen den jungen Page. Die Breaks werden selten hoch. Er muss immer mit so kleineren und mittleren Breaks arbeiten. Trump trotzdem immerhin in diesem Turnier schon mit 2 Centuries, aber Ayuri hat 4 bisher gespielt. Gute Safety, die Außenbereiche dieses Restpulks sind abgedeckt. Zu viel Tempoüberschuss. Da kommt der Spielball wieder vor die kleinen Farben, viel zu weit in den Tisch rein. Oh, das hat er deutlich verfehlt. Überraschend deutlich bei dieser Länge. Gerade bei jemandem, der normalerweise ein so sicheres Lochspiel hat wie Judd Trump. One. Dass er da über den gesamten Restbulk und Pink drüber greifen muss, die Bockhand erst so weit hinten im Tisch aufbauen kann. Sorgt nicht gerade für das optimale Stoßgefühl, aber sicher gelocht. Klappt's auch mit dem Stellen nicht ganz. Also das Tempo hat er noch nicht richtig im Griff, aber damit tat sich offensichtlich gerade eben ja auch Judd Trump schwer. Eben zu lang, jetzt zu kurz.
17. Barry Hawkins hat an Tisch 2 ein hohes Break geschafft im ersten Frame, ist dadurch gegen Craig Stadman mit 1:0 in Führung gegangen. Da bekommt Judd Trump seine zweite Chance in diesem Frame. Aber kommt er jetzt in ein Break rein? Rot gelocht, Stellung auf Blau, hat sofort nicht optimal gepasst. Da muss er seine ganze Cue-Power reinlegen, um den Spielball da herumzubringen. 6. Jetzt hat er den Spielball oberhalb von Blau. Das Break von Barry Hawkins gerade eben war übrigens ein Century, 101 12. Punkte. Gut getrennt, die beiden. 25. Die sind vielleicht nicht ganz so auseinandergelaufen, wie er es sich erträumt hatte. Also, die nächste rote zu lochen, das wird ihm nicht geschenkt. Spiel safe. Ich will hier nichts riskieren. Auch das symptomatisch. Man sieht hier häufig oder häufiger als normalerweise, dass Judd Trump eben das Risiko meidet. Eine nächste Rote, das wäre ja schon der Frameball gewesen.
Die Roten nicht abgedeckt, aber auch keine echte Einstiegschance für Ayuri. Das sah durchaus wie ein Shot-to-Nothing aus, was Ayuri da gespielt hat. Das war jetzt ein typischer Just-Jump-Ball und das war natürlich auch der Frame-Ball. Fortsetzung nicht da, aber Snooker hinter Schwarz folgt jetzt. Und das heißt, Ayuri braucht nicht nur Snooker, sondern er muss erstmal zusehen, dass er aus diesem engen Snooker herauskommt. Foul. An Pink hängen geblieben und damit gibt Ayuri weitere 6 Foulpunkte weg. One. Ayuri gibt den Frame noch nicht auf. Obwohl er da wieder gesnookert ist, hilft ihm vielleicht auch ein bisschen Tischzeit zu bekommen. 50 Punkte hinten, 27 Punkte nur noch auf dem Tisch. Eine Lücke von 23 Punkten, eine realistische Chance hat er da nicht mehr. Aber jetzt noch mal ein paar Bälle lochen, ein bisschen Sicherheit finden, am Tisch auch die Nervosität überwinden. Das wäre ja durchaus sinnvoll. Hat noch gelb gelocht, grün verschossen, gibt daraufhin den Frame auf. Just Jump also geht hier in Führung 1:0, aber auch hier galt jetzt wieder, er brauchte ein paar Chancen.